Bezirksliga Nord. Der BC Adelzhausen gewinnt bei den ambitionierten TSV Meidingen mit 3:0. Bei mir der Trainer vom BC Adelzhausen, der Peter Egle. Peter, mit dem Ergebnis vor dem Spiel gerechnet? Mit dem Ergebnis so nicht gerechnet, kann man ehrlich sagen, aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat jetzt vor dem Spiel aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Wir hatten das Gefühl, dass die Meidinger uns heute nicht so stark eingeschätzt haben, sondern die wollten nicht nur einen Sieg, sondern die wollten uns auch schön herspielen. So ist auch im Artikel drin stand, den habe ich der Mannschaft gezeigt. Und ich finde, wir haben heute eine ambitionierte Leistung gegen den Ball gebracht, ganz anders wie letzte Woche. Wirklich 11 Leute hinter den Ball, wirklich von außen. Man merkt, die Mannschaft steht absolut zusammen und dann zur richtigen Zeit die Dinger gemacht und uns selber belohnt. Und natürlich das 3-0 fällt so hoch aus, weil gerade die erste halbe Stunde im Meidingen deutlich mehr vom Spiel hatte. Wir mit dem Ball fast nichts zu tun hatten, aber nichtsdestotrotz 3 Punkte in Meidingen, geile Geschichte für uns, klar. Ja, du hast es angesprochen, erste halbe Minute, glaube ich, ein Ball aufs Tor. Absolut, aber ja. Man kann ja auch mal taktieren. War das so die Marschroute, dann der zweiten Halbzeit auf Fehler warten und dann die Konter setzen? Ja, ich habe in der Halbzeit zu unserem Superstar, zum Domino, gesagt, du kriegst heute einen, wenn es nur eine ist, dann haust du die halt rein. Dann kriegt er tatsächlich eine, geht auf den linken Fuß, dann haben wir auch dieses nötige Glück, was wir heute im ganzen Spiel gehabt haben. Ball rutscht dann halt eben doch noch rein. Und ja, dann muss man ehrlich sagen, war in der zweiten Halbzeit, haben wir, denke ich, zu Recht dann auch gewonnen, weil die Teamleistung engagierter, williger war, mehr Biss da war. Und ja, wir haben dann immer wieder unsere Möglichkeiten gehabt, ganz klare, ganz gute. Das 4-0 kannst du auch noch machen. Leider schade, der Pat haut er normalerweise blind rein, aus 8 Meter. Wäre zu hoch gewesen, nichtsdestotrotz 3 Tore, einwandfrei, tolle Geschichte für uns. Damit 3 Punkte, Sieg für den BC Adelzhausen. Peter Egle, herzlichen Glückwunsch und dann alles Gute auf eurem weiteren Weg. Merci, gell?